Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ich nicht verstehe, Frau Verlinden, ist, wenn Sie es so bemängeln, dass wir noch kein Gesetz verabschiedet haben, wobei Sie doch genau wissen, dass wir in der Zwischenzeit durch Vereinbarung der Firmen, die fördern, wie durch Vereinbarung mit den verschiedenen Landesregierungen de facto seit Jahren nicht fracken. Das Zweite ist, was mich noch viel mehr wundert, Sie haben vorhin sehr ausführlich dargelegt, was in der jüngeren Vergangenheit, sprich in den letzten ein, zwei Jahren, alles an schrecklichen Ereignissen passiert ist, die aufs Fracking zurückzuführen sind. Da frage ich mich, wie geht das? Seit Jahren wird nicht gefrackt, aber aktuell lauter Probleme, die durchs Fracken zustande kommen. Nein, liebe Frau Verlinden, es geht um was ganz anderes. Sie betreiben mit diesem Antrag, um es mal deutlich zu sagen, Etikettenschwindel. Absolut Etikettenschwindel, und zwar ganz einfach aus folgendem Grund. Sie fangen als erstes an und sagen, wir folgen den Empfehlungen, den Hauptempfehlungen der Ausschüsse des Bundesrates und die verlangen Frackingverbot. Aber der Bundesrat verlangt das gar nicht. Der hat differenziert Stellung genommen und hat gesagt, was er sich alles verbessert vorstellen kann. Und das werden wir zu einem erheblichen Teil auch berücksichtigen und zu einem erheblichen Teil auch in das Gesetz schreiben. Aber wir werden kein Verbot machen. Dann haben Sie gesagt, es gibt so viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Und dann schaffen Sie mit drei wenigen Zeilen alle Probleme aus der Welt. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Bei dem Fracken sagen Sie, wir wollen kein Fracken zur Förderung von Kohlenwasserstoffen, weil Fracken schlimm ist. Fracken für Geothermie kommt bei Ihnen nicht vor. Also gibt es gutes Fracken und schlechtes Fracken. Scheint mir nicht besonders konsequent zu sein. Zweiter Punkt. Wenn wir Ihrem Gesetz zustimmen würden, dann wäre die Folge, dass der Bundesrat oder im Bundesrat die niedersächsische Landesregierung dagegen stimmen müsste, wo Ihre grünen Parteifreunde beteiligt sind. Denn die niedersächsische Regierung legt größten Wert darauf, dass wir so bald wie möglich die bisherige Form von Fracken, wenn auch unter verschärften Bedingungen, wieder beginnen können, damit die Förderung von Gas nicht mehr auf das halbe Niveau wie vor ein paar Jahren zurückfallen kann, damit der niedersächsische Haushalt einige 100 Millionen Euro mehr Konzessionsabgabe bekommen kann. Verkaufen die Grünen in Niedersachsen ihre Vorstellungen gegen ein besseres Haushaltseinkommen oder sind die wie wir der Meinung, dass es sich bei diesem Fracken um beherrschbare Risiken handelt? Ich glaube, das Zweite, sonst müssten Sie Ihren Parteifreunden sagen, dass die eine unverantwortliche Politik machen. Das tun Sie aber nicht. Ja, okay, wir machen auch Politik. Herr Krischer, wir machen auch Politik. Warten Sie es ab. Der nächste Punkt in dem Zusammenhang. Sie schreiben von zahlreichen Übeln und Problemen. Gehen wir die Reihenfolge mal durch. Krebsgefahr. Wir haben epidemiologische Studien, wo das Krebsrisiko statistisch erfasst ist. Und keiner kann sagen, gibt es einen Kausalzusammenhang oder woher kommt er? Welche Konsequenz ergibt sich daraus? Genau das, was die niedersächsische Regierung und das Bundesgesundheitsministerium machen. Sie gehen der Frage nach, gibt es einen Zusammenhang oder wo ist die Quelle einer solchen statistischen Häufung? Und dazu kann man sagen, dass bei den Beschäftigten in dem Bereich, die dort bei der Öl- und Gasförderung tätig sind, solche Erkrankungen nicht aufgetreten sind. Also ist die Frage, ach, hören Sie auf, natürlich wird das untersucht. Glauben Sie nicht, dass jemand, der da gearbeitet hat und bei dem Krebs diagnostiziert wird, nicht auf die Idee kommt, einen Zusammenhang herzustellen, wenn das in der Öffentlichkeit so diskutiert wird? Das ist doch blauäugig, pardon. So. Der Witz ist aber nur der, das hat im Zweifelsfall, und das ist Ihre Argumentation auch, mit Gasförderung zu tun, aber nicht mit Fracken. Das hat mit Gasförderung zu tun. Sie sagen aber, Fracken ist das Übel. Seismische Erschütterungen. Alle seismischen Erschütterungen, die nennenswerte Bedeutung haben, sind aufgetreten entweder, ohne dass ein Frackvorgang vorlag, zum Beispiel aufgrund von Druckentlastung in der Lagerstätte, oder weil beim Verpressen von Lagerstättenwasser
zu hohe Drucke genutzt wurden oder Schwachstellen angesprochen worden sind. Das heißt aber, daraus wollen Sie ein Fracking-Verbot herleiten. Daraus können Sie ein Verbot von Lagerstättenverpressung herleiten, wenn Sie wollen. Ein Verbot der Förderung schlechthin können Sie daraus herleiten. Aber mit Fracking hat das nichts zu tun. Nächster Punkt. Lagerstättenwasser. Wir haben belastetes Lagerstättenwasser. Das kommt aber hoch bei jeder Förderung und hat auch mit Fracking nichts zu tun. Das hat auch mit Fracking nichts zu tun. Warum sagen Sie denn, Sie wollen Fracking verbieten, wenn das, was Sie als Schäden hier anführen, nichts anderes ist, als das, was bei der Förderung schlechthin passiert? Ja, dann sagen Sie doch gleich, wir wollen die Gasförderung einstellen. Das wäre doch wesentlich ehrlicher. Aber das funktioniert eben auch nicht. Und deswegen stürzen Sie sich auf so etwas. Letzter Punkt in diesem Zusammenhang. Verunreinigung von Grundwasser. Frackfluid wird in Zukunft nicht giftig sein. Das haben wir schon mehrfach gesagt, auch bei früheren Diskussionen. Und die Problematik der Grundwasserverunreinigung entsteht, wenn durch belastetes Lagerstättenwasser. Wie wir damit umgehen, werden wir in dem Gesetzentwurf, und das ist einer der schwierigsten Punkte, vernünftig regeln. Och, warten Sie doch noch ein bisschen. Ich will ja nicht den alten Satz bemühen, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht. Aber Sie haben als Opposition einen Vorteil. Sie legen einen Antrag vor, da stehen drei Sätze drin und wir werden ein Gesetz vorlegen und da werden Sie sich mit 20 bis 30 Seiten auseinandersetzen müssen, weil da nämlich Dinge geregelt werden, die Sie völlig ausblenden. Sie benutzen das Thema Fracking, das Stichwort Fracking, weil das so schön praktisch ist. Ja, und da subsumieren Sie alles andere drunter. Fracking passt so gut zu Schrecken. Ne? Damit kann man in der Öffentlichkeit richtig Aufregung produzieren. Das tun Sie, aber die sachlichen Punkte, um die es wirklich geht, die kommen bei Ihnen nicht vor. Die kommen bei Ihnen nicht vor. Wollen Sie eigentlich hingehen und vielleicht auch verbieten, was hier bei uns an Gefahrstofftransporten auf der Straße rumfährt? Was ist denn mit einem Tankschiff auf dem Rhein, auf der Elbe, in dem Tausende von Litern problematischer Flüssigkeiten transportiert werden, die bei einem Unfall in Grundwasser geraten können? Was ist mit Tankwagenunfällen auf der Autobahn? Alles Risiken, wo Sie sagen, okay, ist Alltag, müssen wir hinnehmen, hat ja auch Vorteile. Aber hier bei diesem Thema sagen Sie Daumen runter, verbieten. Das ist zu einfach und das können wir uns als Industrieland überhaupt nicht leisten. Sie schreiben in Ihrem Antrag als Schlusswort Alternative Beibehaltung des unsicheren Zustands und wollen das natürlich nicht. Da haben Sie recht, aber Ihre Alternative ist falsch. Denn die Alternative zu Ihrem Antrag ist ganz einfach ein ordentliches Gesetz, sorgfältig abgewogen mit genauen Regelungen, wie wir die Risiken minimieren oder verhindern. Gemäß dem, was wir in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, da steht nämlich drin, Trinkwasser und Gesundheit haben für uns absoluten Vorrang und den Einsatz umwelttoxischer Substanzen lehnen wir ab. Genauso werden wir das Gesetz machen und das werden Sie dann auch lesen müssen, von der ersten bis zur letzten Seite. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Hiltrud Lotze von der